Diese Insel ist ein einziges Chaos. Sie haben wohl gekämpft. Vielleicht um Emily kurz nach der Landung. Ich wette, der Admiral hält sie irgendwo im Leuchtturm gefangen. Wenn Pendleton die erste Runde verloren hat, hat er sie vermutlich irgendwo verschanzt und ist dabei, sich zu Tode zu trinken. Ich vermute, dass Martin den Leuchtturm belagert. Jetzt wenden sich die beiden gegeneinander. Der Admiral ist also machtgierig, Martin eine falsche Schlange und der edle Lord Pendleton ein Feigling. Und Sie, Corvo, bei allem, was Sie getan haben, Sie könnten der Schlimmste sein. Ich habe auf meinen Reisen mit Ihnen viel gesehen. Und jetzt runter von meinem Boot. Ehrlich gesagt wünsche ich Ihnen kein Glück. Raus, Corvo. Dieses Mal lasse ich Sie noch gehen. Ich warne Sie, Corvo. Verlassen Sie das Boot. Ihre Entwicklung gefällt mir nicht. Sie sind nicht besser als diese Verräter. Deshalb werde ich Ihnen sagen, dass Sie unterwegs sind. Nimm das!
Tat, das glaube ich. Ist das alles, was Sie tun können? Sie enttäuschen mich, Mark. Warum kommen Sie nicht her und regeln das wie ein echter Mann? Die Aussicht ist toll hier oben. Ich bewege mich nicht. Spielen Sie jetzt nicht den Helden, Sie wertlose Missgeburt. Holen Sie mich doch, wenn Sie so stark sind. Dämliches Blaublut. Mal sehen, wie Ihnen das gefällt. Warten Sie, Blindschleiche. Jetzt zielen Sie doch mal. Nun werde ich mich... Klasse Idee, Corvo. Die Schlange ist hin. Und nun ein Fass voll Gold für den, der Corvo bluten lässt. Überall nachsehen, wenn ihr ihn seht. Ich werde dich finden und dich für deine Verfehlung bestrafen. Wer immer du bist. Ich weiß, dass du hier in der Nähe bist. Abschau. Ich hab genug. Ich hau ab. Du bist so ein Hitzkopf. Zurücktreten! Blut!
verdammt! Ich werde dich die Wunden vorwerfen. Zielt auf die Beine! Umzingelt ihn! Aus der Schuss! Ich werde dich den Hunden vorwerfen. Ja. Ich bin ein Männer. Kindern verabschiedet. Ich hatte ja keine Ahnung. Ich dachte, wir hätten schon gewonnen. Der Lord hatte recht, sich das Mädchen zu schnappen. Der Admiral war nur schneller. Seine Lordschaft hat den Karren ziemlich in den Dreck gefahren. Das kannst du laut sagen. Havelock ist oben auf, Martin am Tor und wir in der Mitte. Und unser Lord verwundet. Maul halten, alle beide. Wir sind Pendletons Männer. Ob Leben... Was? Attentäter, Hilfe! Aus der Schusslinie! Sowas nicht, mein Herr. Erst meine Brüder, dann ich.
mein Eigentum. Und nun wird meine Cousine Celia alles erben. Das ist das Schlimmste. Sie waren ein ehrbarer Hauptmann. Gestern ein wenig langsam, muss ich sagen. Ja, mein Herr. Tut mir leid, mein Herr. Jetzt habe ich dich! Da drüben vor sich. Attentäter, nimm das!